Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Im heutigen Video würde ich euch gerne eine Methode zeigen, mit der ihr bis zu 7000 Euro jeden Monat dadurch verdienen könnt, dass ihr tippt. Und übrigens gibt es dafür auch ziemlich viele Beweise im Internet. Viele Leute verdienen über diese Plattform 1000, manchmal sogar 2000 Euro pro Woche. Und vor allen Dingen kriegt ihr für jedes einzelne Wort, das ihr auf dieser Plattform schreibt, etwas zwischen 5 und 10 Cent. Und ihr könnt diese Summen wieder und wieder und wieder verdienen. Diese Plattform, denke ich mal, haben die meisten von euch bisher vielleicht noch nicht gehört. Es ist eine Plattform, die sich auch jetzt erst Deutschland geöffnet hat und die aber schon in den USA seit vielen, vielen Jahren existiert. Heute in diesem Video will ich euch gerne zeigen, wie diese Plattform funktioniert, wie ihr euch auf dieser Plattform anmelden könnt, wie ihr die ersten Einnahmen erzielen könnt und vor allen Dingen auch, wie ihr euch langfristig damit eine richtig gute Einnahmequelle aufbauen könnt. Also, das schauen wir uns heute hier in diesem Video an. Ihr braucht dafür übrigens auch kein Startkapital, ihr könnt sofort loslegen, ihr braucht dafür keine Mitarbeiter und ihr braucht nur ein ganz kleines bisschen Vorwissen. Also viel Spaß damit und bis gleich nach dem Intro. Für diese Plattform findet ihr wirklich überall Online-Einkommensbeweise, zum Beispiel hier Earn 1000 a week with Scripted oder zum Beispiel auf dieser Plattform hier wird auch direkt von einer Person gesagt, die über die Plattform arbeitet, dass man 5 Cent bis 10 Cent pro Wort bekommt und ich kann wirklich diese Summen nur bestätigen. Im heutigen Video soll es also um die Plattform Scripted gehen und ich möchte euch vor allen Dingen zeigen, wie ihr über diese Plattform hier Geld verdienen könnt. Was genau ist Scripted? Scripted ist eine Plattform, auf der ihr dafür bezahlt werdet, Artikel bzw. Texte für andere Leute zu schreiben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele von euch sicherlich sagen werden, Texte schreiben, das ist nicht unbedingt etwas für mich. Keine Sorge, probiert es einfach mal aus. Nämlich am Anfang könnt ihr natürlich auch, sag ich jetzt mal, mit kleineren Kunden hier auf der Plattform zusammenarbeiten, einfach mal testen, ob die tatsächlich eure Arbeit gut finden und anschließend dann, wenn ihr richtig gut seid, dann werdet ihr losgelassen auf solche großen Unternehmen wie beispielsweise Adobe, Adidas, LinkedIn, L'Oreal oder zum Beispiel auch solche Unternehmen wie Eventbrite oder Ticketmaster. Wie genau funktioniert das Ganze? Also grundsätzlich für Kunden ist das Ganze relativ einfach, nämlich die erstellen hier einen Account auf der Plattform, die sagen dann, okay, wir wollen die und die und die Artikel haben, anschließend dann werden diese Arten von Artikel mit den Leuten gematcht, die diese Arten von Artikel schreiben können und anschließend dann werden natürlich die Artikel geschrieben von uns und wir liefern den Content ab und der Kunde kann dann nochmal gucken, ob der Content wirklich gut ist. Wie genau könnt ihr also loslegen? Ihr müsst zuallererst mal hier rechts oben auf Become a Writer draufklicken. Sobald ihr es getan habt, werdet ihr hierhin weitergeleitet und dann habt ihr direkt hier euren Application-Button. Auf den könnt ihr einmal kurz draufklicken und dann werdet ihr zu diesem Punkt hier weitergeleitet und hier könnt ihr dann eure persönlichen Daten eingeben. Dieser Bewerbungsprozess hier dauert relativ lange, muss ich ehrlich zugeben. Das heißt, wenn ihr hier eure Daten eintragt, dann habt ihr natürlich zuallererst mal einen Account. Zum Beispiel, ich wurde angenommen auf der Plattform hier als ein Autor, aber ihr müsst natürlich dann nochmal ein paar kleinere Tests bestehen, sodass ihr auch wirklich angenommen werden könnt. Viele von euch werden sicherlich sagen, das ist doch alles hier in Englisch. Wie soll ich denn tatsächlich mit englischen Artikeln Geld verdienen? Erstmal keine Sorge, es gibt tatsächlich jetzt auch immer mehr Artikel in anderen Sprachen, weil sich die Plattform auch jetzt praktisch den nicht nur den Vereinigten Staaten und Kanada geöffnet hat, sondern vor allen Dingen auch der Europäischen Union. Gibt es viele Aufträge bisher im deutschsprachigen Bereich? Nein, das muss ich ehrlich zugeben. Es gibt jetzt nicht unbedingt hunderte oder tausend Aufträge im deutschsprachigen Bereich, aber dahin entwickelt sich die Plattform. Die Plattform ist absolut gigantisch im US-Markt. Ihr könnt gerne auch online mal gucken. Die hat extrem viel Geld bisher an die User ausbezahlt beziehungsweise an die Texte hier auf der Plattform ausbezahlt und ich bin mir sicher, dass ihr auch richtig gutes Geld über die Plattform verdienen könnt. Und das wirklich Interessante, denke ich mal, an der Plattform, und deswegen stelle ich es euch heute vor, ist natürlich, weil sich die Plattform jetzt geöffnet hat, kommen auch immer mehr deutsche Kunden, immer mehr deutsche Unternehmen auf die Plattform und sagen, hey, wir wollen vielleicht auch jemanden haben, der für uns Artikel schreibt. Und wenn ihr natürlich dann eure Dienstleistung hier anbietet, habt ihr diesen typischen First-Mover-Effekt. Ihr seid die ersten Leute auf dieser Plattform. Hier sieht man es auch, Scripted Writers made over $1 million in 2020. We offer competitive pay and writer rewards that rival any writing platform in the industry. Das heißt, $1 Million alleine im Jahr 2020 wurden ausbezahlt. Ich weiß nicht, wie es bei Plattformen wie Content.de oder Textbroker aussieht, aber 1 Million, das ist richtig viel Schotter. Das heißt, das ist eine ziemlich große Plattform, die ja schon seit längerer Zeit am Markt ist. Dann vielleicht noch Folgendes, also wenn ihr euch jetzt hier anmeldet, ihr müsst zuallererst, wie gesagt, eure Daten eingeben, anschließend dann klickt ihr hier auf Create Account und dann müsst ihr noch ein paar weitere Tests ablegen, ihr werdet dann gematcht mit großen Unternehmen und könnt halt für diese Unternehmen schreiben. Vielleicht eine Sache, die ganz spannend ist, wie viel Geld kriegt man hier, nämlich ihr kriegt pro Wort 5 bis 10 Cent, was extrem gut ist, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit solchen Plattformen wie Content.de oder zum Beispiel Textbroker, dann haben wir hier maximal Werte von vielleicht irgendwie 4,7 Cent oder mal 4,2 Cent oder auch mal 5 Cent oder so, aber hier fängt es erst wirklich bei 5 Cent an, das heißt, ihr könnt
könnt auch bis zu 10 Cent pro Wort bekommen. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, ihr schreibt 1000 Wörter, können das auch in einigen Fällen tatsächlich 100 Euro sein, die ihr damit verdient. Da könnt ihr euch also vorstellen, wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, 5000 Wörter pro Tag schreiben könnt, was sicherlich einige Leute können, und ich denke auch ihr könnt das, dann könnt ihr halt damit auch mal 500 Euro pro Tag verdienen. Natürlich garantiere ich euch jetzt nicht, dass ihr 500 Euro pro Tag verdienen werdet, aber es ist definitiv nicht unrealistisch. Und wenn ihr vielleicht auch nur, sagen wir mal, 2000 Wörter pro Tag schafft, dann könnt ihr dann auch mit 200 Euro pro Tag verdienen. Und wenn ihr halt jeden Tag arbeitet, dann können auch wirklich Summen bei rumkommen, wie zum Beispiel 6.000 oder 7.000 Euro hier pro Monat. So, die Frage ist jetzt natürlich auch, welche Arten von Content müsst ihr hier schreiben? Also grundsätzlich Website-Copy, das heißt Werbetexte bzw. Texte für Websites, Blogs, Marketing und Sales-Copy und natürlich auch können es zum Beispiel Artikel sein, das kann SEO-optimierter Content sein, das können unterschiedliche Dinge sein. Hier sehen wir es auch nochmal, Expert-Content-Writers for all types of Content, zum Beispiel Blogposts, Press-Releases, Webpages, Product-Descriptions, Newsletters, Transcriptions, Social-Media-Posts, Video-Scripts und wir können auch hier noch auf View All Content-Types draufklicken und dann sehen wir natürlich, dass es noch viele, viele weitere Content-Types gibt. Zum Beispiel könnt ihr halt nicht nur hier Social-Media-Posts umsetzen, sondern auch Video-Scripts oder zum Beispiel Content-Tune-Ups oder Ad-Copies. Komplette E-Books könnt ihr umsetzen, was dann natürlich extrem viel Geld sein kann. Weil nicht vergessen, bei solchen kleineren Aufträgen hier, da sprechen wir manchmal ein paar hundert Wörter. Bei dem E-Book sprechen wir auch gut und gerne mal über 10, 20, 30, 40, 50.000 Wörter. Und wenn man dann halt mal für ein Wort, sagen wir mal nur 5 Cent bekommt, dann sprechen wir hier gut und gerne mal über 1.000, 2.000, 3.000, vielleicht 4.000, manchmal sogar 5.000 Euro für nur ein einziges Werk, das man abliefert. Und wenn ihr halt schnell seid und gut seid, könnt ihr natürlich auch in kürzester Zeit solche Aufträge abliefern und dann damit richtig gutes Geld verdienen. Und hier sieht man zum Beispiel mal so ein paar Leute, die über die Plattform arbeiten, die haben halt immer Reviews, die haben so ein typisches Rating, dann können Unternehmen jederzeit hier draufklicken, können diese Personen hiren, können also auch 1:1, sag ich jetzt mal, die Leute anschreiben und damit dann dafür sorgen, dass diese Leute gar nicht erst, sag ich jetzt mal, sich noch irgendwie bewerben müssen oder dass da ein längerer Prozess hinter ist, sondern die können einfach draufklicken, können mit den Personen schreiben und können anschließend dann auch die Aufträge an die Personen abliefern, was natürlich für uns ein riesiger Vorteil ist, weil wir dann halt uns gar nicht mehr bewerben müssen, sondern einfach einen Auftrag in unsere Inbox bekommen und den direkt abarbeiten können. Jetzt fragen sich sicherlich viele von euch, okay, wenn ich einen Artikel umsetze, zum Beispiel auf Englisch oder auf Deutsch, vielleicht seid ihr nicht so gut im Bereich Rechtschreibung oder Grammatik, wie kann ich das Ganze verbessern? Also wie kann ich dafür sorgen, dass ich zum Beispiel diesbezüglich keine Risiken eingehe? Also dass ich zum Beispiel, sagen wir mal, keine Fehler mache in dem Bereich. Da könnt ihr solche Tools verwenden, wie zum Beispiel im deutschsprachigen Bereich das Tool Duden Mentor. Das ist zum Beispiel ein Tool, das ich persönlich verwende. Hier kann man natürlich das Ganze kostenlos machen. Ich habe jetzt hier den Duden Premium oder Duden Mentor Premium Account und ich kann jetzt hier einfach meinen Text reinschreiben und der wird dann automatisiert verbessert und ich kann diesen verbesserten Text natürlich einreichen auf der Plattform Scripted. Wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, einen englischen Artikel zu schreiben, dann könnt ihr auch den Artikel zuerst auf Deutsch schreiben, könnt den Artikel dann hier in das Tool DeepL hochladen. DeepL ist ein Machine Learning Tool, das heißt ein sehr, 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 sehr smarter Übersetzer, der eigentlich fast perfekte Übersetzungen abliefert und wenn ihr dann vielleicht euch unsicher seid und sagt, ich weiß nicht, ob die Übersetzung tatsächlich wirklich perfekt ist, vielleicht weil ihr nicht gut genug Englisch spricht, dann könnt ihr jederzeit die Übersetzung nehmen und die jederzeit in dieses Tool hier reintun, das nennt sich Grammarly und da müsst ihr einfach nur Folgendes machen, nämlich müsst ihr hier auf New draufklicken und sobald ihr es getan habt, geht hier ein Dokument auf und in diesem Dokument könnt ihr dann euren Artikel posten und das Tool wird automatisiert diesen Artikel für euch korrigieren, sodass dann wirklich, hoffentlich, keine Fehler mehr drin sind. Normalerweise findet auch Grammarly wirklich alle Grammatikfehler, alle Rechtschreibungsfehler, Fehler vielleicht in sowas wie zum Beispiel halt im Ton oder sowas, das wird alles automatisiert verbessert und ihr könnt halt jederzeit anklicken, was verbessert werden soll. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier schreiben, so etwas wie I am happy und ich schreibe mal vielleicht happy falsch, würde jetzt das Ganze hier vielleicht mit 3 P's schreiben, würde jetzt hier zur nächsten Zeile übergehen und dann analysiert natürlich dieses Tool hier das Ganze und nach ein paar Sekunden, das könnte hier manchmal ein bisschen dauern, da haben wir es jetzt, wird angezeigt, okay, wir haben hier einen Fehler gemacht, dementsprechend kann ich jetzt hier auf die richtige Schreibweise draufklicken, zack, wurde es verbessert und dasselbe gilt zum Beispiel auch für Kommafehler, grundsätzlich Satzzeichenfehler und jegliche Art guten Mentor, das heißt, wenn ich jetzt irgendwas hier reinschreibe, wird es automatisiert verbessert und wir können jederzeit, sag jetzt mal, die verbesserte Version anklicken und damit dann einen richtig guten Artikel bei Scripted einreichen. Bevor ich das heutige Video beende, möchte ich euch auch nochmal einen kleinen weiteren Tipp geben, nämlich es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, sogenannte Typing-Tests durchzuführen. Und da gibt es diese Plattform hier namens typingtest.com und was ihr hier machen könnt, ist, ihr könnt einfach trainieren, schneller zu schreiben. Weil wenn ihr über diese Plattform hier, also scripted.com, richtig gutes Geld verdienen wollt, dann müsst ihr natürlich auch so schnell wie möglich tippen können. Das ist nicht unbedingt, sag ich jetzt mal, zwingend vorgeschrieben, aber gut wäre es natürlich, wenn ihr schnell tippt, weil dann könnt
könnt ihr auch deutlich mehr Geld verdienen. Und deswegen, wenn ihr das Ganze testen möchtet, dann geht gerne mal auf typingtest.com und dann könnt ihr halt hier direkt loslegen, könnt also wie gesagt die ganzen Wörter hier eingeben, könnt dann halt schauen, sag jetzt mal, wie schnell und wie gut ihr tippen könnt. Zum Beispiel in meinem Fall, ihr seht direkt, ich habe hier einen Fehler gemacht und dementsprechend würde ich jetzt hier angezeigt bekommen, okay, das ist ein Fehler, und dann würde ich halt am Ende, nachdem ich diesen Test gemacht habe, ganz genau sehen, wie schnell ich war, wie gut ich war, welche Fehler ich gemacht habe, was ich alles richtig geschrieben habe, etc. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und falls ihr euch anmelden möchtet, dann geht auf jeden Fall auf scripted.com, geht hier oben auf Become a Writer drauf und dann kann das schon wirklich direkt loslegen. Falls ihr übrigens auch mehr über genau solche Themen wissen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Geldverdienen im Internet-Meisterkurs. Übrigens, mir fällt gerade Folgendes auf, ich kann euch gerne einen 50% Discount geben, aber das ist wirklich nur für dieses Video und extrem limitiert. Das heißt, falls ihr euch einschreiben möchtet, ich werde 10 Discounts in die Videobeschreibung reintun. Das heißt, 10 Leute kriegen den Kurs für 50% weniger. Holt euch den, wie gesagt, gerne. Dann kostet der Kurs gerade mal 13 Dollar, aber wenn die 10 Discounts weg sind, dann sind die 10 Discounts weg. Deswegen, falls euch das Ganze interessiert, schaut wie gesagt gerne mal in die Videobeschreibung rein. Ansonsten, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ganz, ganz viel Erfolg auf Scripted, weil ich gehe davon aus, dass ihr damit richtig gutes Geld verdienen könnt. Das war's noch heute hier für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.